Danke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Grunde genommen muss man der Fraktion Die Linke dankbar dafür sein, dass sie dieses Thema auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung gesetzt hat, weil wir, glaube ich, in der vergangenen Stunde sehr exakt darlegen konnten, dass sie absolut schief liegen und dass es auch die Möglichkeit dafür gab, ein paar grundlegende Bemerkungen zur allgemeinen Sicherheitslage in Deutschland und Europa zu machen. Herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Wenn man das Ganze vom Ende her betrachtet, dann muss man sagen, Deutschland geht es so gut wie noch nie in unserer Geschichte. Und das hat nicht nur mit den ökonomischen Rahmenbedingungen zu tun, das hat auch etwas mit Frieden, mit Stabilität, mit Sicherheit in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland und Europa zu tun. Und dafür gibt es Gründe. Dafür gibt es Gründe. Und ein ganz wesentlicher Grund dafür ist die Partnerschaft und Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein ganz wesentlicher Punkt ist die Rückversicherung in der Sicherheitsgemeinschaft der NATO. Das ist der Grund, warum wir in der Vergangenheit in Sicherheit und Freiheit und Frieden hier leben konnten. Und das gilt auch für die Zukunft. Und deswegen sage ich an der Stelle auch ganz klar, man kann vieles sagen, aber eines ist die NATO mit Sicherheit nicht. Und es ist, sie ist nicht obsolet, sondern sie wird für die Zukunft eher noch mehr gebraucht als in der Vergangenheit. Und deswegen ist es folgerichtig, dass wir uns militärisch engagieren in Litauen. Es ist folgerichtig, dass wir positiv zur Kenntnis nehmen, dass 4.000 amerikanische Soldaten über Bremen nach Polen gehen, weil wir letztlich damit auch ein klares Symbol dafür setzen können, dass es eine gemeinschaftliche Sicherheit in Europa ist, die wir verteidigen wollen. Und da geht es darum, sich füreinander einzusetzen und gemeinsam stark zu machen. Denn leider, das haben einige Vorredner schon ausführlich dargelegt, denn leider ist es ja tatsächlich so, dass sowohl Atlantic Resolve als auch die NATO-Rückversicherung notwendig sind und dass die Ängste und Befürchtungen, die es in Lettland, in Litauen, in Estland und in Polen gibt, absolut berechtigt sind. Das sind nicht nur die Entwicklungen seit März 2014 mit der Krim-Annexion, wo das erste Mal seit Jahrzehnten in Europa wieder einseitig und mit militärischer Gewalt Grenzen verändert worden sind und damit letztlich die Axt gelegt wurde an die Grundprinzipien für Sicherheit in Europa. Und es geht des Weiteren darum, auch darüber haben wir gesprochen, es geht um Drohungen, es geht um Übungen, es geht darum, dass Nuklearwaffentests simuliert werden. Es geht darum, dass Lufträume etwa von Schweden oder Finnland verletzt wurden. Und es geht auch darum, dass bevor die amerikanischen Soldaten in Bremen angekommen sind, letztlich Russland an seiner Westgrenze die erste Panzerarmee mit 3 Divisionen und etwa 30.000 Soldaten, die sie eigentlich 1998 aufgelöst haben, wieder in Dienst gesetzt hat. Und zwar an der Westgrenze, wohlgemerkt. Die amerikanischen Soldaten werden nicht an der polnischen Ostgrenze stationiert werden. Das ist vielleicht auch ein klares Signal. Oder wenn ich an den vergangenen November denke, wo Russland an seiner Westgrenze eine Zivilschutzübung gemacht hat mit 40 Millionen Bürgern Beteiligung. Das sind doch klare Signale, wo man, glaube ich, Ursache und Wirkung nicht verwechseln darf. Das ist der entscheidende Fehler, den Sie machen. Und deswegen, reden Sie doch, wenn Sie Rederecht haben, aber jetzt nicht erneut. Und deswegen hören Sie besser zu. Sie haben ja in dieser Debatte einiges zu lernen. Und deshalb glaube ich, ist es ganz entscheidend, darauf auch zu reagieren. Ich will Ihnen eines ganz klar sagen. Wenn Sie sich mal anschauen, wie sich Russland in den vergangenen 4, 5 Jahren verhalten hat, dann glaube ich, ist es ganz klar, dass wir eine klare Reaktion brauchen. Bereits im Jahr 2010 hat der russische Präsident die Losung ausgegeben, dass bis zum Jahr 2020 500 Milliarden Euro in die Rüstung investiert werden soll. 2015 ist der Rüstungsetat um 8%
auf mehr als 60 Milliarden Euro gestiegen. Der Kollege Roderich Kiesewetter hat deutlich gemacht, dass inzwischen über 5% der Gesamtwirtschaftsleistung Russlands in Sicherheit und Verteidigung fließt. Und dieses Geld wird auch tatsächlich umgesetzt und damit wird auch tatsächlich Politik gemacht. Und der entscheidende Punkt ist, es ist tatsächlich so, dass die russische Bevölkerung zu einem großen Teil dieser Politik der Stärke, einer Politik, die auf Weltmachtinteressen setzt, tatsächlich folgt. Denn sie nimmt letztlich in Kauf, dass nicht nur viel Geld ausgegeben wird, sie nimmt nicht nur in Kauf, dass viel Geld ausgegeben wird für Rüstung, sondern dass im gleichen Zeitraum, wo die Rüstungsausgaben von 3 auf 5,4% der Gesamtwirtschaftsleistung gestiegen sind, beispielsweise die Bildungsausgaben von 5,1 auf 3,9% gesunken sind, beispielsweise die Ausgaben für Gesundheit von 4 auf 2,2% gesunken ist. Das heißt, die russische Bevölkerung nimmt letztlich Wohlstandsverluste, Demokratieverluste, Freiheitsverluste in Kauf, um diesem Konzept zu dienen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir dem eine Politik der Stärke entgegenhalten, um die Voraussetzungen für Gespräche mit Russland auch tatsächlich zu eröffnen. Auf das Rational des Präsidenten Putin muss man mit dem gleichen Rational antworten. Das ist das Ergebnis dieser Debatte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.